So, hallo! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit eurem iPad Ton aufnehmen könnt. Und zwar möchte ich euch dazu das Programm StudioTrack vorstellen, welches ein Mehrspur-Audio-Recording-Programm für das iPad ist. Wobei einige sich jetzt fragen werden, ja, das Mikrofon vom iPad ist ja nicht so gut. Wieso sollte ich damit mehr oder weniger professionell Ton aufnehmen? Und da haben die recht, das Mikrofon ist nicht dafür geeignet. Daher schließe ich hier jetzt ein anderes Mikrofon an das iPad an. Und das geht mit einem kleinen Trick. Nämlich gibt es ja das Camera Connection Kit hier. Und das ist dazu gedacht, eine Kamera mit dem iPad zu verbinden, um dann die Bilder zu übertragen. Hat also hier einen USB-Anschluss. Und es gibt eine undokumentierte Funktion, die es erlaubt, eine USB-Soundkarte wie diese hier an den USB-Anschluss hier anzuschließen. Und dann kann die USB-Soundkarte mit dem iPad benutzt werden. Also man hat quasi über das Camera Connection Kit einen USB-Anschluss. So, und jetzt werde ich hier an diese USB-Soundkarte mein Mikrofon anschließen. Also das ist hier so ein Allzweck-Mikrofon von Sennheiser. Ein E815S und werde das jetzt benutzen, um auf dem iPad Ton aufzunehmen. So, jetzt stecke ich das Camera Connection Kit in das iPad. Das sollte man immer vorher machen, bevor man das Programm startet, weil es sonst sein kann, dass das Mikrofon nicht richtig erkannt wird. Und werde jetzt mal das Programm StudioTrack starten. So, das Programm StudioTrack bildet hier quasi einen Mischpult ab mit den einzelnen Spuren und ich kann jetzt hier mehrere Spuren hinzufügen, auf denen ich dann Ton aufnehmen kann und ich kann dann auch später Effekte hinzufügen. Und ich werde jetzt hier die Spur 1 auswählen und werde auf der Spur 1 jetzt den weiteren Ton dieses Videos aufnehmen, um euch zu zeigen, wie die Qualität ist, die ihr da erwarten könnt. Wobei jetzt die Qualität natürlich auch durch mein Mikrofon bedingt ist, aber man kann schon mal so einen kleinen Eindruck gewinnen. So, also ich werde es hier mal Slide to Record machen. Und jetzt kommt der Ton über das iPad. Also ich habe das jetzt hier reingeschnitten und übernehme jetzt hier auf dem iPad mit meinem Mikrofon den Ton auf. Ja, es kann passen, also wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen kritisch, dass das Camera Connection Kit nicht richtig erkannt wird. Dann müsst ihr das Programm beenden, wieder raus, reinstecken und dann geht das meistens auch. Solange da jetzt keine Meldung kommt, dass das Gerät zu viel Strom zieht, dürfte es eigentlich keine Probleme geben, dass es erkannt wird. Also es kann sein, dass manche USB-Soundkarten zu viel Strom ziehen und dann funktionieren die einfach auf dem iPad nicht. Dann könnte man vielleicht mal versuchen, einen aktiven USB-Hub dazwischen zu stecken. Dass das vielleicht dann funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, aber wäre dann mal auszuprobieren. Ansonsten würde ich mich da vorher mal im Internet informieren, welche USB-Soundkarten für das iPad geeignet sind. Ja, jetzt werde ich auch mal hier wieder die Aufnahme stoppen und werde wieder auf den Kameraton umschalten. So, jetzt sind wir wieder auf dem Kameraton. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz, was man sonst noch hier so mit dem Programm machen kann. Also ich kann jetzt hier oben auf FX drücken, das fügt einen Effekt hinzu und da habe ich jetzt zum Beispiel einen Kompressor, einen Equalizer und nochmal einen Equalizer, also einmal Vierband, einmal Einband Equalizer und hier noch einen Delay-Effekt, den kann ich jetzt hier einfach reinziehen, kann den hier öffnen und kann halt meine Parameter für den Delay einstellen. So. Ansonsten mich da ein bisschen da raus aus dem. So. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, hier das Tempo einzustellen der Aufnahme. Habe hier natürlich dann noch ein Metronom, habe hier noch ein Tap BPM, also eine BPM-Erkennung über das Tappen auf diesen Button. Und kann hier auch noch mit anderen Programmen einen aufgenommenen Track austauschen oder kann auch aus anderen Programmen, die das unterstützen, eine Tondatei in eine Spur hier übernehmen.
Und ich werde jetzt hier mal zeigen, hier kann ich zum Beispiel einen Mixdown von dieser Aufnahme erstellen. Also hier werden jetzt alle Spuren zusammengemixt. Ich habe jetzt da nur eine, aber er erstellt mir jetzt hier einen Wave. Das dauert kurz. Und die Wave-Datei kann ich jetzt zum Beispiel über Wi-Fi auf meinen Computer überspielen. Also hier einen kleinen Webserver starten, der mir es erlaubt, dann über den Computer, über WLAN die Datei zu empfangen. Oder wie gesagt, ich kann die dann auch mit Audio-Paste, nennt sich das, mit anderen Programmen dann austauschen. Also ich habe jetzt hier noch den Baseline Synthesizer, also ich könnte jetzt zum Beispiel dort einen Track erstellen und könnte ihn jetzt hier auf eine Spur importieren. Und ja, es gibt einige Programme, die das unterstützen. Muss man sich mal auf der Hersteller-Homepage informieren, da ist bestimmt eine Liste der Programme, die das auch unterstützen. Ja, das war eigentlich mein kurzer Überblick zu diesem Programm und wie ihr mit dem Camera Connection Kit eine Mikrofonaufnahme machen könnt. Das war es eigentlich jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!